Im Jahr 1837 geschah in dem ruhigen königlichen Landstädtchen Herzogenaurach ein zukunftsweisendes Ereignis. Herzogenaurach gründete seine Sparkasse. Zunächst konnte jeder seine Ersparnisse am Donnerstagnachmittag beim Bürgermeister, dem Stadtkämmerer oder dem Stadtschreiber gegen einen Sparkassenschein hinterlegen. Es scheint, als war Herzogenaurach damals schon eine reiche Stadt, denn das Sparwesen und somit auch die Sparkasse florierten. Heute gibt niemand mehr sein Geld beim Bürgermeister ab. Eine Sparkasse gibt es aber in Herzogenaurach noch immer. 1929 übernahm die Sparkasse Erlangen die Herzogenauracher Sparer und 180 Jahre später feierte die Kreissparkasse Erlangen-Höchstadt Herzogenaurach die Gründung der ersten Sparkasse in Herzogenaurach. In diesem Jubeljahr gab es bereits verschiedene Feierlichkeiten. Ein Höhepunkt aber war sicherlich das Konzert des Winsbacher Knabenchors am 3.12. in der katholischen Pfarrkirche St. Magdalena. Ich darf Sie im Namen der Stadt Herzogenaurach ganz herzlich begrüßen in unserer Stadtpfarrkirche. Ganz herzlich begrüßen darf ich zum wiederholten Mal, wenn ich es so sagen darf, die Winsbacher. Herzlichen Dank, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kundengäste und Freunde der Stadt- und Kreissparkasse Erlangen-Höchstadt Herzogenaurach. Begrüße Sie zugleich auch im Namen meines Vorstandskollegen Herrn Walter Paulus Romer sehr herzlich zum heutigen Konzert. Wir feiern dieses Jahr 180 Jahre Sparkasse in Herzogenaurach. Dieses besondere Jubiläum haben wir bei verschiedenen Anlässen in diesem Jahr begangen. Das heutige Konzert ist der Abschluss unseres Jubiläumsjahres. Und an dieser Stelle begrüße ich sehr herzlich auch die Jungen des Winsbacher Knabenchors unter Leitung von Kirchenmusikdirektor Martin Lehmann sowie das Bläserensemble La Lapuzia Brass ganz herzlich. Wir freuen uns auf den gemeinsamen Abend mit Ihnen. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Es kommt der Herr der Herrlichkeit, ein König aller Könige gleich, ein Heiland aller Welt zugleich, der Heil und Leben mit sich bringt, der Heiden jaucht mit Freuden. Für den Winsbacher Knabenchor war dies nicht der erste Auftritt in Herzogenaurach. Ich bin zum zweiten Mal in Herzogenaurach mit dem Winsbacher Knabenchor. Wir haben vor 3,5 Jahren schon ein Konzert gegeben, damals mit geistlichem Programm, also nicht zur Advents- und Vorweihnachtszeit. Wie viele Mitglieder hat Ihr Chor aktuell? Wir sind aktuell 123 Sänger, davon leben ca. 100 im Internat. 23 kommen aus der Region unmittelbar um Winsbach. Und heute, mit wie vielen Sängern sind Sie hier? Heute singen ca. 60 Sänger, die sich auf die Stimmlagen Sopran, Alt, Tenor und Bass verteilen. Manche haben auch kleine Soloaufgaben. Was muss man mitbringen, um bei Ihnen aufgenommen zu werden? Also zunächst natürlich vor allen Dingen die unbändige Freude am Singen, am Musizieren. Das ist das Allerwichtigste. Ansonsten, denke ich, ist unsere Ausbildung so, dass wir aus noch nicht fertigen Sängern oder noch keinen Carusus unsere Sänger ausbilden können. Thank you.
Was ist Ihr Repertoire? Welche Lieder singen Sie? Ja, wir singen also 90% geistliche Musik von alten Meistern wie Heinrich Schütz über die romantische Komponisten. Natürlich ein Schwerpunkt unserer Musik ist Johann Sebastian Bach, ganz klar. Und es geht hin bis zu zeitgenössischen Bearbeitungen oder Vertonungen. Suchen Sie bestimmte Stimmlagen oder ist das übers gesamte Breite? Also wir suchen in der Regel erstmal Jungs, die Spaß haben, in der dritten und vierten Klasse sich einer Eignungsprüfung bei uns zu stellen. Und da ist die Stimmlage selbst noch gar nicht entscheidend, sondern da ist wichtig, ob der Junge eine schöne Stimme hat, ob er selber gerne natürlich singt und musiziert und ob er eben auch mit Engagement, auch mit Disziplin bereit ist, quasi ein Teil des Winsbacher Knabenchors werden zu wollen. Leben die Sänger alle im Internat oder kommen die auch so als Tagesgänger? Ja, also wir haben ungefähr 25, die als Tagesgänger, wie Sie sagen, Tagesheimler heißen die bei uns, also die zu Hause übernachten und schlafen. Die kommen also unmittelbar aus der Region um Winsbach. Alle anderen, 100 circa, leben im Internat und die kommen aus allen Himmelsrichtungen. Wir haben Jungs aus dem Schwarzwald dabei, wir haben Jungs, die aus der Düsseldorfer Ecke kommen. Wir haben natürlich einen Großteil, die hier aus Bayern oder sogar aus Franken kommen. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch. Der König, machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch. Der König, der Erde, ein Sieg.
In welchem Alter sind Ihre Sänger von bis? Ja, also die Jungs sind, wenn sie bei uns anfangen, in der Regel 8, 9, maximal 10 Jahre alt. Und sie machen bei uns in der Regel dann das Abitur in eigenen Chorklassen im Johann Sebastian Bach Gymnasium, das ein Steinwurf weit entfernt von unserem Internat entfernt ist, in eigenen Chorklassen also. Das heißt speziell auch auf unsere Belange zugeschnitten. Und sie beenden die Schulausbildung und damit auch die Mitgliedschaft im Winsbacher Knabenchor in der Regel in der 12. Klasse. Ist es teuer, bei Ihnen als Sänger mitzumachen oder wie ist das finanziert? Also, wir sind bezuschusst durch die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Bayern, aber wir erheben natürlich einen Internatsbeitrag. Das ist klar, dass natürlich diese Ausbildung und eben auch natürlich das Internatsleben Geld kostet. Das ist klar. Wir haben die große Möglichkeit über Schüler-BAföG, dass Eltern eben unterstützt werden, und sollte ein Junge nicht in der Lage sein, eben bei uns aus finanziellen Gründen zu singen, haben wir Gott sei Dank unsere großartige Fördergesellschaft, die über Stipendien jeden Sänger, der talentiert ist und der gern bei uns singen möchte, den Eingang zu uns gewährt. Das heißt, eigentlich kein Grund, sich nicht zu bewerben. Unbedingt bewerben. Wir freuen uns über jeden Sänger, der sich vorstellt. Und natürlich ist es so, wenn immer Sänger durch Abitur oder Stimmbruch aus dem Chor ausscheiden, dass wir natürlich immer wieder den Chor verjüngen müssen. Also insofern freuen wir uns über jeden Herzogenauracher oder Umgebung, der den Weg zum Winsbacher Knabenchor finden wird. Eingestimmt auf Weihnachten und mit stehenden Ovationen bedankten sich die Besucher bei den Sängern und Musikanten.